Genuss zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Wir waren beim letzten Mal in Lost Lake und haben ordentlich was eingekauft. Also man sieht es ja vor allem hier hinten an unserem Rücken. Die Talon 7, das Bolt Action Scharfschützengewehr mit großem Ölfilter, welcher ja als Schalldämpfer funktioniert. Und die Crowdbreaker wurde ersetzt durch die einläufige halbautomatische Liberator. Zudem haben wir noch für beide Waffen das größere Magazin gekauft, genauso wie auch für die Crowdbreaker, um einfach mal zu gucken, ja, was da an Munitionskapazitäten eigentlich noch so auf einen zukommen könnten. Es ist ein nettes Gimmick. Ob man es explizit braucht, ist eine Auslegungssache. Und durch Ricky sind wir hier oben nochmal zum Camp Pioneer gefahren. Besser gesagt hier oben am kleinen See, der nördlich davon liegt. Dort hatten sich Drifter aufgehalten und diese wurden eliminiert. Zum Schutze des Camps. Und hier unten, hier an unserer lokalisierten Position, hier befindet sich offenkundig noch eine Horde. Und es scheint so, als wäre noch irgendjemand zu Hause. Moment. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn keine Maschinenpistole mehr am Mann? Gut, dann sind sie anscheinend doch weg. Ich hatte nämlich beim letzten Mal hier das Spiel beendet gehabt und hatte ja gespeichert und auch die Konsole ausgemacht. Dementsprechend ist anscheinend auch keiner mehr hier. Aber beim letzten Mal waren sie noch zugegen. Jetzt mittlerweile nicht. Aber da geht es ja auch noch lang. Mir war gerade so, als hätte ich wen gehört. Anscheinend nach unseren Missionen sind die Leute hier immer noch im Gange. Interessant zu sehen, dass das jetzt hier auch im Free Roam passiert. Die Frage ist halt nur, wo wollen sie hin? Die scheinen ja nach irgendwem oder irgendwas zu suchen. Frage, die sich mir gerade aufdrängt, ist, hier ist deren Höhle. Eigentlich so, wo könnten die eigentlich hin sein? Hier vielleicht? Einmal nur die Straße runtergefühlt, am anderen Ende des Sumpfes. Falls dem nicht so ist, dann fahren wir halt wieder zurück zum Lost Lake. Ja, da hinten sind zwei, drei Streuner unterwegs. Denk mal nicht, dass die zur Horde gehören. Ah,
Mist. Hat er mich ja doch noch gefunden. Oder auch nicht. Gerade noch davon abgelassen. Ja, nö, dann. Ist hier keine Horde zu sehen. Ja gut, schade, aber dann ist das so. Hier waren. Wow. Hier waren anscheinend nur die anderen beiden Wölfe des Rudels unterwegs. Oder aber die haben das. Den Kadaver ihres Artgenossen gerochen. Was ja auch sein kann. Was war das denn? Ein Bär. Nun folgt er uns auch bis ins Camp. Nein. Gut für ihn, weil ich wollte den jetzt nicht unbedingt erledigen. Und dafür wäre mir die Munition dann doch zu schade gewesen. Aber ich werde mir bei Blair nochmal die Munition fürs Scharfschützengewehr zukaufen. Und die geht ja jetzt eigentlich auch nirgendwo mehr für was anderes drauf, weil wir haben ja das Motorrad damals schon in Gänze ausgebessert. Siehst du heute aus. Deacon St. John, der alte Charmeur. Gute Wahl. Das möchte ich hoffen. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Interessanterweise, dass es kein vollwertiges Magazin ist. Also nicht. Das versuche ich. Also nicht 7 und 7 Schuss, sondern halt nur 7 und 5. Also keine zwei vollen Magazine. Hey, Ricky. Deke, wir brauchen deine Hilfe. Ricky, hey, was gibt's? Gerade kam ein Funkspruch von Jeremy. Jeremy? Givens, der Junge, der vor ein paar Tagen ankam. Weißt du noch, seine Gruppe wurde bei Tumalo ausgelöscht. Ich habe ihn zum Sumpfdienst eingeteilt. Aber Jeremy hatte wohl andere Pläne. Okay, ja, aber ein Funkspruch? Was macht er da draußen? Er wollte sich beweisen und auf Besorgungstour gehen. Tja, ihm ging der Sprit aus bei einer Farm nordwestlich von hier. Ich hab's auf der Karte markiert. Kannst du ihn finden, bevor... Ja, bevor er da am Ende noch drauf geht. Ich sehe mich mal um. Fit gemacht. Ach ja, okay. Gut, das ist jetzt nicht so weit weg von anderen Farmen, ne? Gegenüber von Sherman's Camp. Das kriegen wir doch hin. Dankeschön. Dann können wir auch zwischenzeitlich an der Tankstelle eben mal halten und auftanken. War ganz schön viele Freaker hier auf der Straße. Aber immerhin gibt es hier keine Krabbler mehr. Ich hatte es ja schon gehört, in der Hoffnung, dass man diesmal zügiger fertig wird.
Das eine Mal, wo man interrupted wurde in Marion Forks, das brauche ich echt nicht nochmal. Hey Ricky, diese Farm, wo genau ist sie? Direkt gegenüber der Brücke, die zu unserer Farm führt. Okay. Auf der linken Seite. Okay, du, warte, du meinst die Lost Lake Farm? Alles klar, okay, die gehen. Gut, ja, im Suchgebiet sind wir ja schon. Wir hatten ja hier auch mal das hier muss es sein. Nach Busa gesucht. Also sein Motorrad steht hier, okay. Das ist schon mal ein Indikator, dass er hier gewesen ist, auf jeden Fall. Kein Sprit mehr, also. Bergbank, Kanister. Naja, also ich hätte ja eigentlich den da genommen, aber vielleicht ist ausnahmsweise der ja wirklich mal leer. Ah, wahrscheinlich aus dem Bagger da hinten. Vielleicht hat er da versucht, den Sprit rauszuziehen. Wow. Na gut, vielleicht ist es auch ein Diesel. Okay. Er wollte den zur Tankstelle runter. Ja. Das kann man auch natürlich machen. Nur da werde ich jetzt nicht hinlaufen, sondern wir nehmen ja unser Bike mit. Aber ja, klar, das ist natürlich auch noch eine Option. Die Tankstellen hier im Spiel, die laufen ja sowieso nicht leer. Hey, Ricky, ich hab sein Bike gefunden. Und ihn nicht? Nein, sieht so aus, als wollte er zu Sherman's Camp. Scheiße, Dick. Der ist bestimmt an der Tanke und versucht, Schokoriegel aus dem Automaten zu holen. Hör zu, ich werde ihn schon finden. Prinzipiell müsste er hier gewesen sein. Fußabdrücke, ja. Die Frage ist, sind das seine? Eventuell. Gut, aber hier muss ja schon in der Vergangenheit. Ja, gut, er wurde ausgenommen, ja. Aber er ist am Leben. Zumindest von dem, was man davon noch sehen konnte. Also er wurde immerhin nicht auf Sichtung und Übergabe des Behältnisses ausgeschaltet. Ah, da hinten sehe ich doch schon jemanden herumschleichen. Wie viel Zustand? 13 noch, ja, scheiße. Das hätte ich natürlich besser machen können. Oh. Scheiße. Was war das? Das war von da drüben. Ja, der Schalldämpfer ist jetzt auch weg, ne? Ja, Mist. Aber jetzt wissen sie immerhin, dass wer da ist und sie brauchen. Alter, wie viele sind das denn? Dann brauchen sie sich jetzt erstmal nicht mehr um den Jungen zu kümmern, wenn er denn noch da ist. Grüß dich nicht, ha? Er fühlt sich da drüben sicher. Shit. Bleib stehen!
Ja, das war ausnahmsweise mal gerade notwendig, den Rückzug anzutreten. What? Gut, das war noch meine letzte bekannte Position. Oh shit. Meinst du so? Ruhrbombe, na los! Mann verletzt! Ich muss nach. Ich glaube, so schnell wollte ich dann auch nicht zur Flinte wechseln. Sag mal, wie viel seid ihr denn? Ganz behalten. Shit, shit, shit. Oi. Junge, die Reichweite ist aber auch anders geil. Okay, sonst noch irgendwelche Freiwilligen? Ich meine, das ist ein ordentliches Gemetzel hier. Vielleicht können wir uns einigen. Das wage ich zu bezweifeln, Milady. Das ist mein Deal. Und sonst keiner. Also das war eine ordentliche Ansammlung. Also so schön wie ich auch die Crowdbreaker oder so einzigartig vom Design, wie ich sie im Spiel auch finde. Also die Liberator ist eine Ansage. Daran besteht kein Zweifel. Wie kann es den denn hier zerlegt haben? Also in die Richtung habe ich ja gar nicht geschossen. Dafür zeige ich mich nicht verantwortlich. Aber die Munition, dazu sage ich nicht nein. Wo haben sie den Jungen hingebracht? Also irgendeine Art von Indikator, dem ich nachkommen muss, habe ich hier übersehen bis jetzt. Und ich hörte ja eben gerade ein Geräusch, als ich hier drauf und dran war, die Treppe hochzulaufen. So, vielleicht aber auch nicht. Kann der Junge sein?
Was haben wir hier? Er ist hier lang. Was ist denn hier passiert? Könnte noch schlecht sein. Ich frage mich jetzt ernsthaft, hat er es geschafft, von den Plünderern eigenständig aus abzuhauen oder hat ihm irgendwer zur Flucht verholfen? Also er hat sich am Rand der Stadt aufgehalten, das ist ja gut zu wissen. Blöd ist das nicht. Ganz im Gegenteil. Ah, er ist hier hoch, okay. Mister, hey, ich bin hier, ich bin hier. Okay, Junge, halte durch, ich komme. Ist er oben? Man muss wohl. War ich hier in diesem Gebäude überhaupt schon mal drin? Das kann ich auch gar nicht sagen. Oh. Mr. St. John! Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank! Nenn mich einfach die, Kleiner. Sie wollten mich aufschneiden! Sie wollten mich essen! Oh, Scheiße. Okay. Hörst du zu, nimm dein Benzin und dann fährst du zurück ins Camp. Hast du kapiert? Ja, Sir. Gott verdammt, ja, Sir. Nenn mich nicht Sir, ich heiße Deacon. Ja, Sir. Ja, danke, Sir. Das kommt momentan bei dem Typen nicht an, aber ist ja auch wenig verwunderlich. Auf der Speisekarte. Ja, Plünderer und Kannibalen. Er kann froh sein, dass das kein Hinterhalt oder Überfall gewesen ist von Rippern. Das hätte schlechter ausgehen können. ...50% im Spiel haben wir jetzt, was die Hilfeleistung dabei angeht, Leute aus den Camps quasi, ja, deren Leute zur Hilfe zu eilen. Aber erfolgreich geschafft. Kann ich jetzt dadurch eigentlich... Ja, gucke mal. Hat ja doch noch funktioniert. Und ein Scharfschützenposten. Auch nicht übel. Attraktorbomben und zwei Blendgranaten. Warte mal. Eigentlich wollte ich doch die Munitionskiste aufnehmen. Das wollte ich doch eigentlich tun. Also hier war ich tatsächlich noch nicht gewesen. Schön, dass die Mission das geändert hat. Aber ziemlich umständlich, ne, den Typen dann da oben zu fesseln. Ich meine, haben die noch auf irgendwas gewartet oder so? Die hätten ja locker in der Zeit anfangen können. Na gut, dann zurück zum Bike. Und zurück nach Lost Lake. Weil nun haben wir hier alle Missionen so gut wie fast abgeschlossen. Das Einzige, was hier in dem Gebiet, also gut, bis auf die Sprungpassagen halt, ne, noch ausbleibt,
Das wäre der Nero-Punkt hier unten am alten Sägewerk. Und es fehlen hier im Lost Lake Tal auch noch drei Horden. Davon ist ja eine genau hier, mittendrin. Fünf weitere Charaktersammelobjekte, ein Tourismus-Sammelobjekt und zwei weitere Pflanzen in der Kräuterkunde. Na gut, und die eine andere Horde war hier oben bei der Schnaps- oder Schwarzbrennerei-Höhle. Aber wir fahren jetzt erstmal zurück. Immerhin war der Typ nicht komplett übel zugerichtet gewesen, sodass er aus eigenen Kräften zurück zum Bike konnte und auch wieder gen Heimat fahren konnte. Das waren zwei Kopfschüsse. Hey Ricky, ich hab ihn erst auf dem Rückweg. Dick, was war los? Naja, er traf auf ein paar Drifter und, scheiße, sagen wir einfach, er stand auf der Speisekarte. Hatte ehrlich gesagt keine Lust, sie zu fragen. Gegen Ende. Hätte ich auch nicht. Aber es waren trotzdem ganz schön viele. Stellen wir noch die Karre ab, gehen noch einmal pennen. Und dann kann die nächste Story-Mission anfangen. Ja, es wird eine Weile meine Augen schließen. Mach das, Deacon. Du allseits Bekannter, ich lege mich auf die falsche Seite, St. John. Schon wieder bereit. Yes. Und mittlerweile. Oh. Okay. Ich wollte eigentlich noch sagen, und mittlerweile hat sich jetzt hier auch was gezeigt. Ich meine, die Talon, das ist schon. Das ist schon ein ordentliches Ding, ne? Da ranzukommen wird schwierig. Ja, genau. Und hier die Liberator. Die Automatikflinte. Sie hat gegenüber der Crowdbreaker sogar nochmal einen etwas größeren Schaden. Und hat 16 Schuss im Magazin. Für eine Automatikflinte klingt das zwar ganz gut, aber ich denke mal, aufgrund der Feuerrate ist die Munition auch relativ schnell weg, wenn man damit nicht weiß umzugehen. Die Reichweite bleibt bei der sogar noch. Achso, die sind alle drei gleich, okay. Ja, aber ich meine, ey, also die Automatik-Schrotflinte als Counterpart zur Crowdbreaker hätte man nehmen können, wenn jetzt die Möglichkeit zur Liberator noch nicht bestanden hätte, aber ich sehe da keinen Nutzen drin, die Automatik-Flinte zu benutzen, wenn wir jetzt eine haben, die besser kickt. Ja, es ist halt nur von abhängig, wie schnell der eigene Zeigefinger beim Abdrücken sein kann. Na gut, Leute, das soll jetzt erstmal gewesen sein für die Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone.